Ein Inhaltsverzeichnis mit solchen Füllzeichen lässt sich zwar auch automatisch erstellen, aber auch manuell ist es keine Hexerei, wie du sehen wirst. Du siehst, es hat zwar Tabulatorenschläge zwischen den Seitenzahlen und den Titeln, aber die sind noch nicht ausgerichtet. Ich wähle hier wiederum ein rechtsbündiger Tabulator und setze ihn bei 14. Und um jetzt diese Füllzeichen zu setzen, mache ich einen Doppelklick auf diesen Tabulator, wähle ihn hier aus in der Liste. Hier werden mir also alle Tabulatoren angezeigt und ich könnte sie auch noch numerisch nachträglich ändern. Und hier sage ich, dass eben bis zu diesem Tabulatorschlag, bis zu diesem Tab-Stopp, wie man auch sagt, eben Punkte als Füllzeichen eingesetzt werden sollen. Und schon sind wir fertig.